Willkommen zu Killing Floor. Also wir zocken hier so ein Double-Gay-Projekt mit Christian. Hi. Ja, wunderbar. Ich glaube, du legst gleich los. Also ich habe die Tastatur, Chris die Maus. Die süße Maus. Du weißt nicht. Nimm Scharfschütze. Du hast Verbindung abbrechen. Gibt schon die ersten Schwierigkeiten. Machen wir normal. Normal. So, Mikro ist gedreht. Hoffentlich hört ihr uns noch laut genug, sonst ist die Aufnahme für den Arsch. Oh ja. Das Schwierigste war eigentlich, die Aufnahme überhaupt zu starten. Wo soll ich hin? Ja, ich bleib einfach stehen. Sag, wenn ich was machen soll. Oh, Alex, komm bis nach vorne. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Habe ich dich wirklich erwischt? Was machst du? Ich halte mich hier, ich versuche mich aus der Entfernung zu halten. Was machst du, ist die Frage. Das wird was. Dreh dich mal um. Ja, wunderbar, wunderbar. Hey. Ich glaube, Christian, du sprichst ein bisschen leise. Ich drehe mal ein bisschen zu dir. Die Initiative von Thomann. Meine Eltern wussten immer, dass... Kommt und holt sie euch. Schöne, okay, lauf, große lauf. Kanonen. Haha, ich lutsche. Lass mal nachholen, heil dich bitte. Du musst, nur wenn du mal ein bisschen näher ans Mikro rankommst. Alter, die hören dich gar nicht so nah. Das wäre schon fast wieder gay. Wie immer. Ja. Christian, der Schnucki war noch beim Friseur. Ich wusste gar nicht, dass Scharfschütze zu sein so easy. Kauf dir erstmal die Weste, oder? Ja. Oh, die Armbrust kannst du. Geil, Magnum. Na los, komm. Also, Kanonen wachsen nicht auf Bäumen. Du brauchst mehr Geld. Oh, ich brauch mehr Geld. Lauf. Nein, komm, wir. Ja, okay. Lauf, Mann. Ich glaube, wir haben kein Geld mehr. Dein war eine Munibox, dein war eine Munibox. Nein, da lang. Oder hast. Nee, der hast du dir schon weggesnackt. Nee, hab ich nicht. Lauf! Lauf vorne! Oh, du bist. 3, 2. Haha! Yeah! Gute Arbeit und ich bin bald wieder für euch. Lauf! Da. Oh, danke schön. Ich versenk jeden. Nachladen. Oh, wieso? Nachladen! Oder ne. Ich bewege mich nicht. Also kannst du schön zielen. Oh geil. Ich treffe auch eigentlich immer ohne Zielen in die Birne. Nein. Was mache ich denn? Ich habe Nachladen gedrückt. Ich weiß. Oh Gott. Falls ihr euch wundert, Paul und Hagen, also die weiteren zwei Mitglieder, spielen genau im selben Zimmer Worms. Hand in Hand. Du kannst doch einfach. Es wär cool, wenn man gegen die Crawler irgendwie so auftreten könnte. Ja, ne? So. Ja, los. Paul Hagen, wie steht's? Wer führt? Die Messer, ich. Messer. Den Messer. Wie mach ich ihn? Nein, du hast ihn gerade geworfen, Oh, Scheiße. Wie mach ich ihn? Mit rechter Maustaste. Du machst alles mit rechter Maustaste. Ah, so. Zielen ist mit dem Daumending, Mittelding ist Granate werfen. Hm? Okay. Na los, die holen wir uns. Was ist denn Scheiß? Wow, das sind die ersten Kontakte. wir sollten uns W-Gaming nennen. Gay unterstrichen. Gay. Ja, wir sind so lustig. Yeah. Du brauchst nur eine Magnum? Yo, Alter, immer da. Ich brauche mindestens zwei Mädels, um glücklich zu sein. Nö, Armbrust und eine Magnum, dann bin ich glücklich. Ich
Ich brauch zwei Mädels, um glücklich zu sein. Sonst geht's nicht. Oh ja, ein Freund. Was? Ja, okay. Was denn? Obwohl, ich teile ja eigentlich ziemlich gerne, nur halt nicht mit dir. Beleidigt oder das beneidigt mich, habe ich verstanden. Also. Du bist der Mango. Oh, wir haben 7 Wellen an. Muss man das wohl auswählen? Oh ja, natürlich. Ja, du mit dem Erfolg! Jetzt mal frage ich mich, wieso ich eigentlich so langsam laufe, aber dann fällt mir ein, auch hier mehr Zeit gegenüber an. Hinter dir. Ja, da muss man was machen. Lauf, lauf weg. So schnell wie ich kann. Lauf weg. Ja, das war aber eine schöne Idee, selbst wenn es nicht deine war. Das war meine. Achso, ich dachte, du hättest also Angst einfach so eine Granate geschmissen. Nein, das war so. Wie so ein Angstschiss. Hinter dir! Nee! Halt, Granate! Nochmal hinter dir. Bis runter, nach lang! Wunderbar. Das klappt gut, oder? Was meinst du? Ja, ich freue mich, wie wir den Patrouillen haben. Nachladen. Achso, ich habe vergessen, die Mod rauszumachen. Was für ein Mod? Die Mod. Weißt du, die ich dir so um 10 Uhr abends geschickt habe, die. Ach ja, dreh dich mal um. Nachladen, bitte nachladen. Oh. Du hast 4 Schuss. Okay, einfach bam, und der fiel so episch zur Seite. Nee, in dem weißt du, wie die in den Western-Filmen umfallen? Nachladen! Ja, ich nachladen. Oh Gott. Das wird was. Nachladen! Wie? Nee, in den Western-Filmen, dann drehen die sich immer noch so episch rum. Ich zeig dir nochmal so ein Video von Bernie Leadon, das war eigentlich ein richtig krasser Banjo-Spiel. Wie? Die haben dann so eine Western-Schlacht inszeniert. Ich weiß nicht, ob ich das reinschneide, aber ich gebe euch auf jeden Fall, wie man in einem Wildwest-Film umfällt. Nachladen. Nicht als Tutorial, aber ich werde euch zeigen, wo ich das her habe. Also, Bernie Leadon, das war wirklich ein hochschauspielerischer Leistung. Bernie ist mein groß. Also Bernie Leadon ist, glaube ich, der laut Google der zweitberühmteste Bernie, der drittberühmteste Banjo-Spieler, der berühmteste Pedal-Steel-Spieler. Mhm. Und zu Dobro stand nicht da. Das ist ja nur Google. Ich meine, ich google ja immer mit Yahoo. Kann man das dann eigentlich noch Google nennen? Ich google mit Yahoo. Das ist eigentlich Google sagen. Natürlich darf ich Google sagen. Google. Google. Ich glaube, ich darf. Darf man. Nee, auf YouTube darf man nichts Rassistisches sagen, oder? Nein. Auch nichts Sexistisches. Oh, ja, sagst gerade du. Oder ich mit meinen zwei Mädels, genau. Noch nach hinten, Mann, bist du behindert? Nach hinten. Whoop, machen wir Moonwalk. Das ist nicht der Moonwalk! Du kennst Michael Jackson nicht! Hey, Fresse! Lass dich schießen! Los, alle volle Patronen! Ja! Ja! Oh, schön! Ja! Oh Gott! Ah. Panik. Warum schießt du den in den Körper? Panik! Mit dir! Oh! Ah. Mama mia! Nein! Mach den weg! Ich hab Angst, Mama! Nein! Von einem Crawler! Wie peinlich! Von einem Crawler, und das ist der mickrigste Gegner im ganzen verkackten Spiel! Ich glaub's ja gar nicht! Nicht mehr was besser! Das nächste Mal nehmen wir Moonbase! Bis zum nächsten Mal, Freunde! Haut rein! Jo! Aber nicht zu dolle!